Insgesamt setzt sich die DAHW mit über 300 Projekten in rund 40 Ländern für Gesundheit und Entwicklungschancen der Ärmsten ein. Darunter in Pakistan, dem Land der Gegensätze in Zentralasien. Ein muslimisches Entwicklungsland, zweimal so groß wie Deutschland. Wasser und Nahrung sind Mangelware, es grassieren die Krankheiten der Armut. Mittendrin die deutsche Ärztin und Nonne Ruth Pfau. Seit mehr als 45 Jahren kämpft sie hier gegen Lepra und inzwischen auch gegen Tuberkulose. Inmitten der 12-Millionen-Metropole Karachi hat Dr. Pfau ein großes Krankenhaus errichtet. Das Marie Adelaide Leprosy Center, Zentrum des Lepra-Bekämpfungsprogramms. Von hier aus steuert sie ein landesweites medizinisches Netzwerk. Unzählige Menschen hat sie so vor Krankheit, Ausgrenzung und Tod bewahrt. Wenn wir jetzt nicht am Ball bleiben, kommt die Seuche zurück. Wir dürfen auf keinen Fall unsere Aktivitäten zurückdrehen. Ruth Pfau war gerade 30, als sie nach Pakistan kam. In einer winzigen Hütte fing alles an. Leprahilfe für die Ärmsten unter erbärmlichen Bedingungen. Sie hat die Bedingungen verbessert. Heute steht sie längst nicht mehr alleine da. Landesweit leisten sogenannte Leprahelfer wichtige Dienste. Hunderte geschulter Mitarbeiter sind in den Leprastationen in ganz Pakistan aktiv. Über 50.000 Leprakranke konnten geheilt werden. Eine der schlimmsten Armutskrankheiten ist unter Kontrolle. Inzwischen kämpft Ruth Pfau in den Leprastationen auch gegen die Tuberkulose. 30.000 Menschen erkranken jährlich neu an dieser Krankheit. Es mangelt an Ärzten und medizinischer Ausstattung. Ruth Pfau kämpft unermüdlich. Das flächendeckende Behandlungssystem kostet sie viel Zeit und Kraft. Engel von Karachi wird sie genannt und Mutter der Leprakranken. Die deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe unterstützt die Arbeit der Ordensfrau nahezu von Beginn an. Seit Beginn ihrer Tätigkeit hat die DAHW Millionen Kranken und Ausgestoßenen geholfen.